Man kann sie lang drehen, lang. Aber ihr dürft auch gerne diesen Beugprozess einbauen. Macht mal gerade mit. Beugen, beugen, beugen. Und durch das Beugen hat man ein bisschen auch Dynamik in den Knien, ein bisschen Bewegung in den Knien. Und das Schöne neben der Bewegung in den Knien ist auch das, dass dadurch automatisch die Standbeinferse frei wird. Und ist die Standbeinferse frei, können wir sie ja schön drehen. 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 Perfekt. Und drehen, drehen. Und dann seht ihr, das kriegt einen Flair. Ne? Merkt das in den Knien, das kriegt so ein bisschen Flow. Sehr schön. Weitermachen, 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 weitermachen. Weitermachen. Währenddem ist wichtig, die meisten Menschen darauf determiniert, wieder so zu machen. Fersen wollen zueinander oder drüber hinaus, dass dann halt nicht das bei rauskommt. Nach vorne, Ferse zeigt nach unten oder drüber hinaus nach innen. Ja? Das hier weniger, außer man möchte es unbedingt machen. Dann sag mir vor Bescheid, hey, ich möchte diese Version mit dem Ferse oben und weg haben, dann weiß ich, dass ich das nicht korrigieren brauche. Dann sagt mir, nee, ich möchte bei dem anderen bleiben.